Also, das erste Beispiel. Wir sollen eine Op-Amp-Schaltung machen, die A plus B plus C minus D ausrechnet. Und da gibt es natürlich zwei Möglichkeiten, das zu machen. Und die erste ist, man geht daher und dann gibt man ein, irgendwie A plus B plus C minus D. Und dann kommt in der Tat das raus, was ich da gerade vorher, vielleicht kann man das irgendwie beides gleichzeitig am Bildschirm haben. So. Gut, also wenn ich das so nebeneinander stelle, das ist in der Tat das Gleiche, nur dass alles ein bisschen skaliert ist. Ich habe in meinem Beispiel habe ich da mit 10k Widerständen gemacht und mein Programm sagt halt einfach nur 1, weil das gibt ja keine Einheiten aus. Ich kann ja die Widerstände ändern, solange ich sie quasi alle mit dem gleichen Faktor skaliere. Aber die Schaltung, die da rauskommt, ist die gleiche. Also das ist die einfache Möglichkeit, dieses Problem zu lösen. Man gibt es einfach in dieses Programm ein. Oder man kann sich natürlich überlegen, wie man diese Schaltung implementiert, indem man sich das so von einem Schritt zum nächsten handelt. Nicht? Indem man anfängt, sagt, okay, A und B und C, die sind alle drei quasi positive Anteile. Also die werden auf jeden Fall mit dem Plus-Eingang von meinem Op-Amp verbunden sein. Und D ist ein negativer Eingang mit negativen Vorzeichen, also wird das beim Minus-Eingang dranhängen. Jetzt kann ich mir überlegen, okay, wenn ich hier A, B und C habe, die sind alle gleichgewichtet, die haben alle den gleichen Koeffizienten davor, nämlich 1, darum schreiben wir nicht hin. Das heißt, die werden alle mit dem gleichen Widerstand hier eingekoppelt werden und damit wirkt aber quasi jeder Anteil hier nur ein Drittel. Wenn ich hier zwei gleich lasse und den dritten Eingang, den erhöhe ich um einen Volt, dann wird sich dieser Punkt nur um ein Drittel Volt erhöhen, weil ich ja nur mit einem Drittel hier hineintreibe sozusagen. Das heißt, von dem wissen wir schon, wir werden hier in dem anderen Pfad eine Verstärkung 3 bauen müssen. Und das haben wir auch hier gemacht. Also wir haben gesagt, beim nicht invertierenden Verstärker, und der Teil ist ja quasi der nicht invertierende Teil, da schaue ich mir quasi an, wie dieser Widerstandswert links hier steht zu dem Gesamtwiderstand hier oben. Und der Widerstand hier links ist 5 Kiloohm, weil wir haben 10 Kiloohm und 10 Kiloohm, aber in parallel, also ist es nur das Halbe. Und der Gesamtwiderstand ist darum diese 5 Kiloohm plus die 10 Kiloohm sind 15 Kiloohm. Damit haben wir eine 1:3 Verstärkung, die perfekt das Dritteln, was wir hier unten machen, kompensiert. Bleibt quasi nur noch die Frage, wie ich dann das hier aufteilen muss, damit ich auf dem invertierenden Pfad auch mit minus 1 quasi als Koeffizienten hineintreibe. Und da schaue ich mir halt an und dann wähle ich da entsprechend die Werte. Jetzt müsste ich schauen, genau, der Strom, den ich dann da vorgebe, der fließt dann durch die beiden durch und dann passt das. Gut. So, das zweite Beispiel ist im Grunde genau die gleiche Idee, nur ist es ein bisschen einfacher. Wir müssen die Schaltung A minus B implementieren. Und das ist in der Tat etwas, was sehr oft vorkommt, so ein A minus B. Also dieses A plus B plus C minus D, das ist eher was Exotisches, aber dass ich einfach zwei Punkte meiner Schaltung habe und ich will jetzt die Spannung zwischen diesen Punkten messen, also die Potentialdifferenz, und nach dem gleichen Schema komme ich dann auf dieses Bild hier, dass ich zuerst quasi anfange mit A und B, dann überlege ich mal, wo muss denn der Ground hin, und in dem Fall muss der Ground eben auf die andere Seite, damit sich das alles rechnerisch ausgeht, und dann komme ich auf diese Geometrie. Wie gesagt, entweder im Skriptum kann man die Rechenschritte durchgehen wie ein Automat, aber wenn man jetzt schon sagt, ich gehe die Rechenschritte im Skriptum durch wie ein Automat, dann haben wir einen anderen Automaten, nämlich den Computer, der kann das viel besser. Und jetzt geht eben das Programm ja auch wieder in allen Browsern. Oder man sagt, man geht jetzt nicht diese Rechenschritte durch, sondern man macht das anders und dann kann man sich relativ schnell dorthin handeln, indem man irgendwie kombiniert zwischen Reasoning, dass ich einfach anfange zu sagen, okay, was hat ein positives Vorzeichen, was hat ein negatives Vorzeichen, dann fange ich mal an, das an diese Dinge zu hängen und dann in der Simulation mal laufen zu lassen und zu sagen, okay, jetzt habe ich aber
weiß ich nicht, nur ein Drittel, das heißt, ich muss dann in einem anderen Pfad die Widerstandswerte so setzen, dass ich das wieder kompensiere und mal 3 gehe und so weiter und so fort. Gut. Das ist jetzt das dritte Beispiel. Und das ist zwar deutlich einfacher, weil man da überhaupt nichts rechnen muss. Ich habe einen invertierenden Schmidt-Träger, was wir uns das letzte Mal ganz am Schluss angeschaut haben. Mhm. Ja, ja, auf die Kleinigkeiten muss man schauen. Ja, ja, ja. Also es ist ein invertierender Schmidt-Träger. Und wir haben hier den Verlauf der Eingangsspannung über die Zeit. Und wollen jetzt wissen, wie die Ausgangsspannung ausschaut. Und wir wissen ja, beim Schmidt-Träger gibt es 2 Schwellen. Die sind hier eingezeichnet mit diesen blauen strichierten Linien. Und wenn der Ausgang gerade auf High ist, dann schaltet er auf Low, so wie wir die obere Schwelle überschreiten. Und wenn der Ausgang gerade auf Low ist, dann schaltet er auf High, so wie wir die untere Schwelle unterschreiten. Also es gibt quasi immer so ein bisschen Versatz, nicht? Also Hysterese nennt man dann diesen Effekt und diesen Abstand hier. Und genau das machen wir hier. Wir fangen an mit Ausgang ist High, weil wir wissen, das ist ein invertierender Schmidt-Träger. Und die Linie hier beginnt außerhalb dieser beiden Bereiche. Das heißt, wir wissen, der Ausgang beginnt mit High. Nicht? Würde die Linie gleich da in der Mitte anfangen, dann könnten wir eigentlich keine Aussage treffen, wie es beginnt. Weil je nach der Vorgeschichte, die wir nicht aufgezeichnet haben, könnte so oder so sein. Aber wir beginnen mit unter der unteren Schwelle. Das heißt, wir wissen ganz klar, der Eingang ist jetzt low und weil es invertierend ist, ist der Ausgang high. Und damit wissen wir, solange der Ausgang high ist, brauchen wir uns nur die obere Schwelle anschauen. Und wenn dann das Signal da um die untere Schwelle herum pendelt, dann stört uns das überhaupt nicht. Das hat keinen Einfluss auf den Ausgang. Erst wenn hier das Signal die obere Schwelle überschreitet, schaltet der Ausgang um. Und ab dem Augenblick ignorieren wir die obere Schwelle. Also hier passiert nichts Besonderes, aber so wie wir die untere Schwelle unterschreiten, schalten wir wieder auf high. Und dann pendeln wir hier nur um die eine Schwelle, die eh keine Bedeutung hat in diesem Betriebsmodus, bis wir dann hier wieder auf Low schalten und dann, wenn wir die untere Schwelle unterschreiten, wieder auf High. Was ist eigentlich die Hysteresespannung von so einem Schmidt-Träger? Die Hysteresespannung von so einem Schmidt-Träger ist so 30%, da fehlen mir 10%, Drittel. Ist eine durchaus übliche Einteilung. Je nachdem, was für ein konkretes Bauteil man hat, kann das natürlich schwanken. Das können Bauteile sein, die einfach für andere Dinge spezifiziert sind. Und es können Bauteile sein, die für einen Anwendungszweck gedacht sind, wo es nicht so wichtig ist, dass das ganz genau ist. Und dann können es auch vielleicht mehr schwanken. Aber so als erste Näherung, vor allem wenn man dann so Sachen macht, wie wir das letzte Mal aufgebaut haben mit diesem Schmidt-Träger-Oszillator, das sind so Drittel der Versorgungsspannung gute Bereiche. Also ich habe das auch hier in etwa so gemacht. Sonst noch Fragen zum letzten Mal?